Das ist mal eine Leistung. Zweimal innerhalb von wenigen Tagen einen Trophy-Goldkarpfen zu fangen, ist ja wohl der Hammer. Und deswegen muss ich das natürlich probieren. Der Ofori, Alden, das ist ja unnormal. Der Ofori fängt schön zum Abschluss der letzten Woche nochmal einen dicken, fetten Goldkarpfen. Schuppenkarpfen in Goldrot. Also das ist ja schon super selten. Zwischendurch hat er auch noch ein paar seltene Albinos und sowas gefangen. Auch hier an der Stelle. Ja, und heute fängt er wieder so ein Ding. Auch als Trophy. Ganz, ganz, ganz abgefahren. Und ja, das muss ich natürlich ausprobieren. Da wird jetzt getestet hier an der gleichen Stelle. Allerdings, so wie das Setup zusammengebaut ist, so wie die Futtermische zusammengebaut ist, das ist wirklich etwas für große Brocken. Bedeutet also AFK angeln. Ich war auch gerade noch in der Küche, habe schön schon mal ein bisschen gekocht und in der Zwischenzeit ist es dunkel geworden und ja, es sind zwei Fische dran. Das ist auch schon mal gut. Beziehungsweise, genau, die dritte hatte ich währenddessen noch eingekurbelt hier und gerade wieder frisch ausgeworfen. Und hier sind jetzt eben noch zwei Brocken dran, weißt du was? Mit dem Setup kurbelt man so ewig lang. So, wir machen den Weg mal ein bisschen kürzer und dann gucken wir mal, was hier so reingeht. Ja, bisher Spiegelkarpfen und Schuppenkarpfen hier an dem Spot. Ja, wie gesagt, auf ganz, ganz großem Setup. Ganz normaler Schuppi hier auch wieder, sehr schön. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, wie ist das hier von der Frequenz? Kann man da schon ungefähr was sagen? Das wird alles, na guck, 14 Kilo, das sieht auch ganz gut aus. Also einer, der ein bisschen Bock hat. Jetzt gucken wir gleich mal ins nächste rein. So, ich weiß nicht genau, wie, wohin er geworfen hat. Das ist die große Frage. Da ist leider der Beitrag im Discord ein bisschen lückenhaft. Und da fehlen halt so ein paar Infos, genauso wie Kescherbild und ähnliches. Das ist halt immer wichtig, sämtliche Infos beachten, die halt in der Vorlage auch schon drin sind, damit man auch einfach alle Infos hat, damit der größte Trottel auch weiß, wie und wohin man wirft. Okay. Auf 25er Boilie eine kleine Schleie. Das ist auch mal wild. Das ist auch mal wild. Aber ich nehme erstmal alles mit, so wie es ist. Ja, wieder raus damit hier. 35 Meter hier an der Stelle. Zack, direkt wieder raus. Und dann gucken wir mal. So, einmal alles wieder stramm ziehen. Wie das denn jetzt hier weitergeht? Wie viele denn jetzt hier kommen. Anhand der Map habe ich das ein wenig abgeguckt und habe gedacht, okay, er hat wahrscheinlich hier in Richtung von diesem Haus geworfen. Kann aber auch sein, dass er einfach nur so stand und dann den Screenshot gemacht hat und vielleicht hat er nach da geworfen. Das ist halt dann immer die große Frage. Also ich teste momentan nach da und später vielleicht auch nochmal nach da. Das sollten auf die Entfernung hier 35 Meter mehrere Meter Abstand sein. Das heißt, hier in der Area sind mit Sicherheit andere Spots als dann hier in dieser Area. Wenn wir jetzt hier einfach mal die Reflexion nehmen von dem Häuschen hier oder hier von der City. Das sind schon einige Meter Abstand. Und wenn man sagt, okay, Wirkradius hier auch von der Futtermische 2,5 Meter, kann man durchaus quasi jetzt gleich in der nächsten Stunde einfach mal geradeaus zur City werfen. Ja, vom Kescherbild sieht es gerade so aus. Knappe Stunde jetzt schon hier. Guck mal an, Alter. Aber ich war eben auch zwischendurch mal gut eine halbe Stunde AFK. Also auch das, ja, kann man mal so mit einplanen. Aber es ist eben auch ein AFK-Angelspot. Also es ging zwar schon immer mal wieder so ein paar Brocken rein, aber tendenziell eher die kleineren Brocken. Na guck, aber da ist auch schon direkt wieder Biss. Das ist auch gar nicht schlecht. Direkt wieder Biss. Ziehen wir also auch direkt wieder raus hier das Ding an. Wir gucken gleich nochmal natürlich in das Setup rein und in die Futtermische. Futtermische auch so zusammengebaut, dass es quasi
nur große Partikel sind. Hätte man natürlich noch ein bisschen anders machen können, aber wenn es wirkt, dann wirkt's. Und letzten Endes ist es quasi nur eine, gucken wir uns das gleich mal an, eine Partikelgröße. Aber es funzt. Und das reicht doch. So, direkt wieder raus. 45% aufgeladen hier bei dem Setup, passt das genau. Und dann kommt man genau in den Clip rein. Also, so sieht das Setup hier aus. Bisschen, ja, schön auf die ganz weiche Schnur hier vom Nordmeer. Belastungsstark, weiche Schnur, Monoschnur oder Nylonschnur hier vom Nordmeer habe ich jetzt gerade drauf. Man kann noch ganz normale Monoschnur nehmen. Hier kommt man locker aus, wenn man 200 Meter Schnur hat oder 180 Meter Schnur auch noch drauf hat. Auch da wird man hier an dem Tümpel, glaube ich, nicht leer gezogen. Ich meine, so um die 177 oder sowas sollten hier die längsten Entfernungen sein. Wenn man wirklich nur stur da rumsteht und sich nicht einen Meter bewegen will. Ja, also ich habe hier über 200 Meter drauf, reicht. Dann natürlich hier das Dickste, was es geht. Also wir haben hier 36 Kilo Vorfachsmaterial und LED-Core natürlich auch, 36 Kilo. Ich habe hier ein 70er Blei drauf. Und wie der Ofori auch gemacht hat, einen 4-0er Haken. Komplett übertrieben, riesengroßes Dingen. Und dann eben in der Hoffnung, dass da die großen Dinger draufgehen. Ja, der 4-0er mit 25er Pop-Up Maulbeere. Zack, das einmal drauf. Dann Maulbeere gelb, Maulbeer Dip. Da geht es auch schon direkt weiter. Oh, falsche Rude. Nee, falsch geklickt. So. So, so, so. Ja, ich bin gespannt. Geht da vielleicht noch ein bisschen was jetzt? Gerade so in den Morgenstunden ist natürlich immer wieder die wichtige Zeit. Hier ist die Futtermische auch noch drauf. Das ist gut. Ja, Anzahl der Futtermischen müsste mittlerweile jetzt so zwischen 10 und 20 Futtermischen sollten drin sein. Also Bällchen sollten drin sein. Das passt doch schon ganz gut. Und alles relativ, ja, ich sag mal, in diesem Bereich zwischen den beiden Häusern, ne? Oh, komm ran hier. Noch irgendwas Lüdes, na guck. So, nochmal wieder raus, genau so. Und dann nochmal kurz straffen und dann gucken wir weiter. Na guck, 22 Kilo, da ist er, der Ofori. 22 Kilo, auch hier auf Maulbeere, 25 Pop-Up und gelb. Das ist doch mal richtig, richtig nice. Der dicke, fette Goldkarpfen. Ja, und letzte Woche war er da auch schon drin mit, ich muss mal eben kurz schauen, im Discord. Da war der sogar noch mal ein ganzes Stückchen größer, oder? Der war auf 28 Kilo. 28 Kilo, da muss ich ja noch mal dreimal hingucken. 28 Kilo, richtig, richtig dicker, fetter Brocken. Ja, und das eben das Gleiche einfach nochmal wiederholt mit diesem hier. Das ist natürlich der absolute Hammer. Mann, da ist das Teil. 28 Kilo. Hammerhart, Alter. Hammerhart, ey. Fettes GZ. Ja, so kann er gleich gerne hier angeschwommen kommen. Das wäre doch ein Ding, ne? So ein Riesenbrocken. Knallrot. Hammer. Maulbeere. Und hier war es auf lila. Na guck, vielleicht mache ich doch nochmal eine Rute gleich auf lila und eine auf gelb. Aber das ist doch schon mal ein schönes Ding. 1,20 Meter großer Schuppenkarpfen. Cooles Ding. Ja, fettes GZ nochmal zu diesem ganz krassen, wirklich krassen, seltenen Fisch. Wir gucken gleich nochmal kurz rein hier jetzt in die Futtermische. Den Spot haben wir auch noch nicht auf der Map gezeigt. Und dann haben wir es, ne? Dann heißt es abwarten, hinstellen und ja, immer mal wieder gucken, ob die Routen was liefern. Ob der jetzt bei mir hier reingeht. Ich bin mega gespannt. Ich werde natürlich hier noch ein bisschen länger schön nebenbei beim Videoschnitt auch noch hier sitzen und weiter ausprobieren und weiter testen. Irgendwann ballert doch bestimmt da noch was rein. Ich mache jetzt hier gleich mal das lilane Maiskorn drauf. Gucken wir mal bisher. So, zack. Genau, dann gehen wir hier nochmal auf Maulbeere lila. So, komplett auf Maulbeere. Direkt wieder raus hier. Zack.
Jawollo. Treffen. Und dann gucken wir mal eben rein. Futtermische. Die Futtermische ist special. Aber sie ist auch so gebaut, dass man sagen kann, fast ausschließlich große Partikel. Denn er hat hier komplett gemahlen. Also 10er, eigentlich nur Boilies gemahlen. Ne? Crushed Boilie 10, Pop-Up Boilie Crushed. Eigentlich kein Unterschied, aber es ist eben nochmal ein anderer Stack. Und dementsprechend kann man eben nochmal Crushed oder nochmal Maulbeere 10 verwenden. Und dann hier Maulbeere 20 hätte wahrscheinlich auch eine andere Größe sein können. Denn ja, es ist halt immer vom Crushed, das Ergebnis bleibt immer gleich groß. Die Frage ist natürlich, wie groß ist das? Ich denke mal, diese Partikel werden so mittelgroß sein. Also relativ große Partikel. Dementsprechend muss man auch ein bisschen aufpassen mit der Futtermische. Vielleicht nicht zu viel Futtermische reinwerfen hier, weil das eben schneller überfüttert, wenn man sehr große Partikel in der Futtermische drin hat. Lebensmittel, Milchpulver ist mit drin. Das ganz normale, simple Milchpulver gibt es halt im Lebensmittelshop. Maulbeeraroma, das Ganze auf Maisbasis. So sieht das Ganze hier aus. Und ja, bisher scheint es zu funktionieren. Noch ist nichts Seltenes dabei. Aber es ist ja auch selten. Von daher setze ich mich jetzt hier einfach nochmal schön weiter AFK hin. Und dann gucken wir mal, was hier so passiert. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Toi, toi, toi. Einfach mal testen, ausprobieren. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs, Freitags immer komplett mit RF4. Bis dahin, Petri.